Okay, Perücken habe ich jetzt hier schon mal gefunden. Das sieht aber mehr so aus, so, wie, so ein bisschen so wie Trollperücken. Also der Junge ist richtig am Start. Was verbindest du mit Japan, abgesehen von Samurai und Essen und Tentakeln? Richtig, Cosplay. Und während meines Aufenthalts in Kyoto fand zufällig die jährliche Kyoto Anime Convention statt. Und deshalb habe ich mich gefragt, ob ich als Reisender spontan ein Cosplay für unter 100 Euro bauen kann. Meine Erfahrungen beliefen sich bisher darauf, ein fertiges Cosplay aus China zu kaufen für 40 Euro und dieses dann auf der deutschen Anime-Messe Dokumi zu tragen. Oh nein! Oh nein! Anfangs dachte ich dann also, dass es eben ein Kinderspiel werden würde, auch in Japan so ein Cosplay zu kriegen. Denn Japan ist ja eben fürs Verkleiden bekannt, egal ob jetzt im Cosplay oder auch bei traditionellen Aufführungen. Aber schnell wurde ich eines Besseren gelehrt. Und mir wurden eben nicht, wie ich dachte, an jeder Ecke Cosplays hinterhergeschmissen, sondern ich musste kreative Wege finden, selbst eins zu bauen. Und damit willkommen zum ersten Teil, das Cosplay-Shopping. Ja, richtig gehört, Shopping. Denn optimistisch wie ich bin ich zuerst in einen professionellen Cosplay-Laden in Osaka gelaufen und wollte mir dort einfach eins kaufen. Aber eben dort fielen mir die zwei Probleme auf. Erstens, jedes Cosplay dort würde mein Budget sprengen. Und zweitens, ich würde dort jedes Cosplay sprengen, einfach weil ich zu groß bin oder eben mein Bauch zu groß ist für alle Cosplays, die dort verkauft werden. Und als mir klar war, dass ich das Cosplay selber bauen muss, gab es zwei Voraussetzungen für den Charakter. Erstens, er sollte ein Schwert haben. Und zweitens, er sollte nicht zu viele Details haben. Und deshalb fiel meine Wahl am Ende auf Ichigo aus Bleach. Meine Einkaufsliste sah dann wie folgt aus. Eine orange Perücke, ein riesiges Schwert, ein schwarzer Yukata, ein weißer Gürtel, ein rotes Band, Geta, also diese japanischen Sandalen, und Socken, mit denen man eben Geta tragen kann. Und so, wie man im Englischen sagt, eat the biggest frog first, also fang mit der größten oder schwierigsten Aufgabe an, habe ich mich auch als erstes auf die Yukata-Suche begeben. Denn ich wusste, dass mit diesem das Projekt entweder steht oder fällt. So, ich bin jetzt auf dem Weg zum Don Quixote. Das ist quasi so ein riesiger Reseller in Japan. Also ich glaube, ziemlich der größte. Die haben allen möglichen Schnickschnack von A bis Z, alles. Und die verkaufen halt auch Cosplays, Kimonos, Yukatas. Und ich glaube, das ist der erste Ort, wo ich dann ein Yukata in meiner Größe und für mein Budget finden kann. Also dann bis gleich vor Ort. So, das war das, was ich schon angesprochen hatte. Hier Kostüm ist meistens noch mit einem Costume Play Toy, ein Adult Toy verbunden. Was dann zu gewissen Situationen führt. Aber auf dem fünften Floor haben wir auch noch Anime-Wear. Also ich würde sagen, deswegen geht es jetzt auf den dritten und fünften Floor. Mal schauen, was wir da finden. Okay, Perücken habe ich jetzt hier schon mal gefunden. Das sieht aber mehr so aus, so ein bisschen so wie Trollperücken. Also der Junge ist richtig am Start. Also hier gibt es auch noch so eine Haarausfallsperücke oder ja, so eine Fake-Glatze. Aber jetzt eine orangene Perücke habe ich hier noch nicht gesehen. Deswegen habe ich gedacht, da gibt es auch genug eigene Stores für so Perücken-Stores. Das finde ich der Ansprechpartner. Aber ja, wir schauen nochmal weiter. Okay, Freunde. Ich bin jetzt wieder da nach, ich glaube, das waren wirklich jetzt 5 Stunden durchlaufen durch Osaka und Nara. Und 30.000 Schritte später hat mich das Ganze jetzt 3 Tage gekostet, alles zu finden, was wir brauchen. Und ohne weiter zu reden, würde ich sagen, zeige ich alles einmal im Schnelldurchlauf. Und dann beginnen wir schon mit der Bastel-Session, weil ja, die Convention ist schon in 5 Tagen. Und da habe ich keine Zeit mehr zum Verlieren. Ob es mir glaubt oder nicht, das Schwierigste bei der ganzen Suche war, den Yukata zu finden. Also dieses japanische Gewand. Und ich dachte mir eigentlich, weil wir in Japan sind, Osaka, also auch so nah in Kyoto, dass es die hier in Unmengen geben müsste, weil wenn nicht in Japan, wo sonst, aber ich war wirklich bei 5 Shops und keiner hatte meine Größe und es gab wirklich so wenig Shops und als ich am Ende schon aufgeben wollte, war ich beim letzten Shop, die meinten, nee, wir verkaufen keine Yukatas, aber guck mal neben uns. Und ja, dann war da ein älterer japanischer Herr, der auch lustig drauf war und hat mir dann gesagt, dass das hier so der größte Yukata ist, die in Japan verkaufen. Also habe ich endlich einen gefunden, weil das Problem bei anderen waren auch, die hatten keinen schwarzen. Und beim allerletzten Shop, den ich gefunden hatte, dann schwarzer in meiner Größe und ich war schon so verzweifelt, dass ich bei Uniqlo, also sowas wie H&M, dann auch gefragt habe, ob da der Kassierer vielleicht wüsste, wo die in Osaka verkaufen. Er meinte auch nö. Also war ein bisschen sass, aber ja, das dann einmal der Yukata wie auf dem Foto.
Dann der Gürtel. Im Yucatan Store meinten die, ja, ein weißer Gürtel ist ein bisschen komisch damit, den verkaufen wir nicht. Und dann war ich auch so, ey, scheiße, was, wenn die jetzt gar nicht verkauft wird, weil das halt so ein Anime-Ding ist, dass die weiße Gürtel tragen. Aber als dann, ich glaube, beim dritten oder vierten Store war, hatten wir dann doch einen gefunden. Oder hatte ich dann doch einen gefunden. Und ja, der Gürtel hat 1100 Yen gekostet. Der Yucatan 4000 Yen. Und ja, was wir dann noch brauchten, und was ich dann noch brauchte, war die Sandalen. Da habe ich einmal die hier gefunden. Tatsächlich sogar in meiner Größe, wo ich sehr überrascht war, weil in den meisten oder in vielen Schuhstores ist so, wenn man nach der Größe fragt, sagen die, ja, wir haben nicht mal einen Schuh damit, na sorry, aber hier die gefunden. Und als ich dann im Nahen im Tierpark war, gab es da tatsächlich wieder das gleiche Spiel. Ich bin zum Stand hingegangen für die Tabi-Socken und Ninja-Tabi-mäßig. Und ich habe da auch gefragt, so, ja, wie sieht's aus, 30 cm Füße, meinten die, nee, dachte ich direkt schon wieder, ah, okay, wird nichts, dann meinten die, aber wir haben noch einen Store, wo wir welche mit 30 cm haben, aber nur zwei Farben. Und ich dachte, bitte weiß, bitte weiß, bitte weiß. Die meinten so, ja, nur weiß und schwarz, das ist ein bisschen langweilig. Und ich dachte, ja, weiß, genau das, was ich brauche. Und ja, dann hier sind sie. Das sind halt diese Socken, die hier dann quasi zweigeteilt sind. Und das, dann kann man quasi die Sandale auch tragen. Dann wird der Socken nicht so abgetrennt, sondern dann ist hier schon dann die Trennung drin. Und ja, da kann man gemütlich die Sandalen auch tragen, weil ich hatte das bei meinem ersten Cosplay auf der Dokumi, hatte ich auch Sandalen an, aber normale Socken. Und meine Füße, ich dachte wirklich, ich bin meine Füße los danach. Es hat so weh getan, aber ja, das sind so die Klamotten, wo ich nichts machen muss. Also, das ist der einfachste Teil von Cosplay, einfach Yukata anziehen, Gürtel drum, Socken an, Sandalen an, fertig. So, was dann noch gefehlt hat, war die Perücke. Da habe ich einmal die hier gefunden. Für 2200 Yen war das. Da gab es einen ganzen Perückenstore. Ah, und ich sehe gerade, da ist schon Haarnetz bei. Dann brauchen wir das hier gar nicht. Dann lasse ich das hier aus der Rechnung raus, ob wir es für unter 100 Euro geschafft haben. Und dann halt noch hier für 800 Yen war das. 880 Yen. Noch so ein Gel, wo man halt die Perücke stylen kann, dass die jetzt nicht so, gerade wie meine Haare, einfach fallen, sondern ist ja so Anime-Style-mäßig und ja, dass man die ein bisschen stylen kann. Das Ding ist, das hier ist gerade, also angefangen ist das halt wie so eine Frauenperücke oder halt zumindest von der Länge, eine etwas längere Perücke. Aber ja, so werden die halt verkauft und dann muss man sich selbst zurechtschneiden. Da muss ich mal sehen, wie das wird, weil so mit Seiten auf Ziffer machen und so, da bin ich halt gar nicht drin. Ja, aber ich glaube auch, dass dann niemand dann so genau guckt, ob ich wirklich eins zu eins die Seiten auf der gleichen Stufe habe wie bei Ichigo. Na, deswegen mache ich mir da gar keinen Stress. Habe ich hier noch fürs Detail. Er hat hier diesen rote Band, ich glaube, das ist auch zum Schwert halten. Überlegt, dass ich dann vielleicht hier aus dieser Schnur, dieser etwas dickeren Schnur, zwei Stück nehme und das dann vielleicht so flechten kann. Und dann damit dieses Band nachbaue. Und als letztes haben wir dann das Schwert. Und das Schwert, ja, ist tatsächlich das günstigste zu machen, also auch wenn es das größte Ding ist. Im Endeffekt habe ich mir hier bei Daiso zwei Holzstäbe geholt. Die klebe ich dann zusammen. Und dann kommt hier drum halt Pappe. Das heißt, ich baue dann die Form nach mit Pappe. Die Pappe habe ich bei Restaurants, die stellen die mal vor die Tür und dann wird die von der Müllabfuhr abgeholt. Da war ich so mäßig Container, dann habe ich die da mitgenommen und hier auch im Hausmüll. Also das klingt jetzt ein bisschen eklig, aber das ist die Sache, ich habe die aus dem Müll gefischt, aber die wird halt einfach wie in Deutschland noch Papiermüll einfach zur Seite gestellt. Und das dann hier zum Beispiel auch, ich glaube, Verpackungsmüll von irgendwelchen Dosen, also jetzt auch nichts. Also bei Restaurants ist das Gute, die kriegen dann meistens noch Sachen geliefert, die noch mal in anderen Sachen eingepackt sind, deswegen sind die Kartons alle sauber. Und ja, wenn ich dann die Form nachgebaut habe, ist der nächste Plan dann, da einmal die Zeitung drüberlegen und die Zeitung dann mit Kleister, habe ich für 450 Yen geholt, dann festmachen, dass ich dann wirklich die komplette Form habe, das dann auch schön abrunden kann. Und im Anschluss, wenn ich dann quasi die Form habe, für den Griff habe ich hier so Malertape, das wickele ich dann da drum, was dann aussieht auch wie dieses weiße Schwertape mit der Schnur hinten dran. Und das Einzige, was dann noch fehlt, ist die Farbe. Und für die Farbe habe ich mir so Spraydosen geholt, also in Schwarz, Grau und Weiß. Und damit spray ich dann das Schwert an und dann ist das Cosplay auch schon komplett. Das heißt, das Einzige, was jetzt wirklich getan werden muss, ist die Perücke. Der Perücke den Haarschnitt geben und das Schwert bauen. Und ich würde sagen, los geht's mit dem Bastelspaß.